Hallo, willkommen zu einem weiteren Update-Video für meinen Kanal. Im letzten Video habe ich zwar erwähnt, dass ich eine bessere Tonqualität haben möchte und so weiter und dass ich mir ein teures Mikrofon dafür gekauft habe. In diesem Video hier jetzt, ja, einfach nur mit dem normalen Mikrofon von der Kamera, weil, ja, diese Videos sollen mehr so Vlog-mäßig sein, um euch einfach darüber zu informieren, was gerade bei dem Kanal geschieht, was ich mache und warum alles so ist, wie es momentan ist. Ja, wie gesagt, im letzten Video habe ich erwähnt, dass ich meine Qualität ein bisschen verbessern will und so weiter. Und da bin ich jetzt auch noch mit einem Teil weitergekommen, mit einer Erweiterung. Der Ton ist das eine, der gefällt mir so schon sehr gut. Was mir noch nicht gefallen hat, ist das Licht. Momentan hier habe ich ein Licht, das sind ein paar LED-Streifen, die über diesen Punkt, wo ich aufnehme, aufgehängt sind. Und wenn ich den jetzt ausschalte, dann schaut das so aus. Wenn ich ihn einschalte, schaut das so aus. Und dafür habe ich mir eine Softbox, nennt man das, gekauft. Das ist so ein Dreibein und da ist dann eine Lampe drauf mit einem weißen Diffuser davor. Und wenn ich die jetzt einschalte, wo ist der Schalter? Dann kommen wir zu diesem Licht. Und das andere aus. Das ist wirklich weiß. Das macht mir die richtigen Farben. Und ja, leuchtet alles super aus. Da sollte dann auch das Grieseln und Kräuseln auf den Seiten von dem Bildrenner weg sein und so weiter. Und das habe ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit auch in den Videos über den 3D-Drucker, wo ich halt den 3D-Drucker aufbaue, angehabt. Zuerst war es ein Baustrahler mit einem weißen Regenschirm davor. Den habe ich hier, glaube ich, sogar. Da, der weiße Regenschirm. Der war einfach von meiner Decke gebaumelt und dann habe ich einen Baustrahler mit, ja, der Baustrahler war auch auf dem Dreibein, den habe ich dann einfach drüber gehängt. Aber es ist alles sehr warm geworden und so weiter. Und ich glaube, schon beim dritten Video hatte ich dann diese Softbox. Ja gut, das ist soweit jetzt erstmal zum Licht. Wie gesagt, Qualitätsverbesserung, soll halt alles ein bisschen schöner ausschauen und das tut es zum Glück. Vielleicht ist jetzt schon mal die Frage aufgekommen, warum habe ich hier eigentlich einen Chip liegen? Ich kriege jetzt kein Geld oder so irgendwie für Chip, eigentlich im Gegenteil, aber folgendes, mich hat ein Redakteur von der Chip-Zeitschrift angeschrieben, weil die machen, weil das neue Raspberry Pi 2 ist herausgekommen und da machen sie ein Special dazu und so weiter und so weiter. Und da wurde ich gefragt, ob er ein paar Videos von mir verwenden darf für die Ausgabe 5/2015. Und ich habe gesagt, ich will einfach bloß eine richtige Quellenangabe haben. Er kann meine Videos verwenden, ich will bloß eine richtige Quellenangabe, nicht sowas wie man im Fernsehen die ganze Zeit sieht, dieses Quelle Internet oder Quelle YouTube. Ja, okay, und wenn ich die Quelle jetzt nachschauen will, ich gehe jetzt ins Internet und finde die in 10 Minuten oder was. Und das regt mich am meisten auf. Und solange da meine richtige Quellenangabe drin ist, passt das alles Mögliche. Und ja, ich habe zuerst mal meinen Vater losgeschickt, um mir so eine zu kaufen und der hat mir die erstmal ohne DVD geholt und dann habe ich das alles durchgeblättert und so weiter. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, wenn ich jetzt einfach so mache. Ich habe da alles durchgeblättert und bla 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 und habe gar nichts von mir gefunden. Aber ich bin dann später mal fündig geworden auf Seite 140, weil für dieses Raspberry Pi haben die eine DVD extra dazu gemacht und ja, wie gesagt, die wollen... Raspberry Pi 2 ist halt draußen und dann gibt es halt E-Books-Versionen dafür, davon Software, also was eigentlich bloß hier ist PuTTY dabei, WinSCP, UltraVNC, also alles um irgendwie das Raspberry Pi anzusprechen, dann ein Raspberry Pi Emulator und die verschiedenen Betriebssysteme, die man drauf tun kann, Berry Boot, Arch, Linux, Raspbian, das Standardzeug und bla bla bla. Und dann haben die nämlich auch noch eine Kategorie mit Videos. Da haben sie Projekte mit dem Raspberry Pi, Unboxing, Raspberry Pi, Python und so weiter und bla bla bla. Das sind, glaube ich, 12 Videos, wo die haben. Und 7 davon sind von mir. Also ich bin schon richtig... Also ich hätte gedacht, dass das jetzt irgendwas so ist, so, ja, die machen jetzt einen Screenshot oder so. Und dann heißt es, ja, und mit dem Raspberry Pi wird jetzt hier... mit dem Raspberry Pi kann man jetzt das und das machen und auf YouTube macht jemand noch das und was schon, ein Screenshot davon und das war's. Aber dass ich auf einer DVD es ist auch noch Chip, es ist ja nicht irgendeine kleinere Zeitschrift, sondern es ist Chip, dass ich dann so einen riesen Teil der DVD bekomme, also
Das ist schon absolute Hammer. Und ich werde auch als Produzent genannt mit meinem richtigen Namen. Und dann wird auch noch auf meinen YouTube-Kanal verlinkt, genauso wie ich es haben wollte. Und ja, also perfekt. Die haben es genauso gemacht, wie ich es haben wollte, mit den Quellenangaben. Und hey, ich habe es mit meinen Videos auf die Chip geschafft. Also finde ich schon ziemlich cool. Ist halt auch irgendwie ein Zeichen, dass ich mit meinem Hans-Projekt weitermachen muss, weil. Jetzt nochmal hier einblättern. Seite 41. Ist halt auch Hans, die zwei Videos, was ich gemacht habe, es wären vielleicht sogar mehr drauf, wenn ich mehr Videos gemacht hätte darüber. Wie gesagt, das ist vielleicht auch ein kleines Zeichen, dass ich da etwas weitermachen muss. So, und wenn wir schon von Projekten sprechen, die langsam fertig werden sollen, Thema 3D-Drucker. Ich mache zurzeit diese eine Videoserie von dem 3D-Drucker, also ich baue ihn auf und so weiter und so fort. Und da sind jetzt momentan 9 Videos draußen und im 10. möchte ich jetzt dann noch die letzte grobe Einstellung machen und dann halt den ersten Druck zeigen und dann sollte es eigentlich vorbei sein. Und ich könnte zwar schon etwas früher fertig sein, aber ich habe mich irgendwie dafür entschieden, noch ein bisschen mit meinem 3D-Drucker zu experimentieren. Ich will jetzt da in dem Thema hier eigentlich nicht zu viel drüber verlieren. Einfach bloß hier ja ein kurzes Update geben. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe eine Brusa-Nozzle drin gehabt und die ist jetzt irgendwie mit der Zeit verstopft oder weiß ich nicht. Also ich muss noch herausfinden, was das ist, wie ich sie reparieren kann und bla bla bla. Aber ich habe mich jetzt auch mal für E3D Physics Hot Ends entschieden, also die Hot Ends von E3D. Und ich muss sagen, Versand sind die zwar extrem teuer, weil die aus England kommen und bla 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 und England, also wenn man im Pfund einkauft, ist es auch extremst kacke, weil Pfund ist viel mehr wert als Euro und ja, den Preis, den man hat, den zahlt man, also da zahlt man mehr. Und aber ich muss sagen, diese Hotends sind richtig, richtig gut. Ich bin jetzt da nicht länger drauf, weil ja, ich kann das gleiche Hotend dann nochmal besser woanders zeigen. Ja, ich bin nämlich über Ostern, da hätte ich jetzt die ganzen Videos drehen können, über den anderen 3D-Drucker, über den Aufbau und so weiter. Aber ich habe mich dafür entschieden, gehen wir darüber, einen anderen Drucker zu bauen. Diesen Drucker, ich habe mir die Platten fräsen lassen, also die habe ich mir speziell anfertigen lassen und den Rest habe ich komplett selber designt. Das heißt, kein Teil gibt jetzt schon irgendwie so zum Downloaden oder so, sondern alles hier, was daran ist, ist selber designt. Selber die Schlitten, der Effektor und bla bla bla. Natürlich renne ich jetzt in die Probleme rein, dass ich vielleicht auf irgendwelche Probleme stoße, wo ich jetzt nicht, ja, wo jemand anders schon gelöst hat und mir aber momentan nicht einfallen und ich erst darauf stoßen muss. Aber ja, ich finde es mal cool, einfach einen Drucker selber konstruiert zu haben, selber designt und ja, halt alles daran selber gemacht zu haben, um einfach zu sehen, wie das ist. Und ja, natürlich, nicht so ein ganz einfaches Cartesian-Design, sondern ein Delta-Design. Ja, ich habe hier auch schon den Computer mal aufgefeuert, der den hier kontrolliert. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein Steuerungsboard, weil die Berechnung dieser Achsen, weil es läuft so ab, dass dann halt eine Achse hinfährt und die dann rübergezogen wird, aber dass die auf der gleichen Höhe bleibt für die anderen zwei nach unten und so weiter. Und es muss halt ständig für jeden Schritt berechnet werden. Und bei diesen normalen Druckern ist ja jetzt so ein 8-Bit-Mikrocontroller drin und da habe ich schon gehört, dass die sehr, sehr langsam sein sollen. Also was diese Rechenleistung ja, was halt einfach diese Rechenleistung anspricht. Und das hier ist jetzt das Movie Board. Da werde ich auch dann in der Videoserie über meinen 3D-Drucker, weil ist ja meine Erfahrung mit 3D-Druckern die Videoserie. Da werde ich dann noch über den sprechen. Genauer. Und ja, dieses Board ist eigentlich bloß sozusagen. Das hier ist ein ARM-Prozessor, 32-Bit, 120 MHz und der steuert dann das ganze Zeug zusammen. Und jo, und das ist eigentlich das, was mich aufgehalten hat und ich bin jetzt die ganze Zeit jetzt bei dem beim Einstellen, will schauen, dass ich da genaue Maße hinbekomme und so weiter. Und ja,
bis ich das andere Video machen kann vom Aufbau vom 3D-Drucker. Also das erste muss ich noch den einstellen, dass die Achsen richtig zusammenlaufen, also beim anderen. Und ja, dann einfach den fertig machen. Und hier möchte ich mal kurz zeigen, ich gehe jetzt einfach hier auf Homen drauf. Na wunderbar. Na wunderbar. Und so schaut es aus, wenn man ein Kabel einklemmt. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach drin, das schneide ich nicht aus. So schaut es aus, wenn man ein Kabel einklemmt und es gestrafft wird und alles scheiße läuft. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich drücke jetzt mal auf Homen. Die Achsen werden gehomed. Weil ich habe ihn gerade erst dahingestellt. Ich habe ihn zuerst auf einen großen Tisch gehabt, bloß da kann ich ihn schlechter filmen. Und jetzt fahren wir hier einfach mal auf die X-Position. Also, der hat nämlich auch diese drei Achsen X, Y, Z, bla bla bla. Und dann fahren wir einfach mal dahin. Und da sieht man schon, die Achsen bewegen sich einfach so. Und der steht auf dem Druckbett auf. Dann können wir auch mal rüberfahren mit Z, mit Zero. Und ja, so schaut es dann einfach aus, wenn er. Und so schaut es aus, wenn er normal homet. So. Und ja, auf den werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen einstellen, weil ich will jetzt nicht die Blamage haben, dass ich einfach irgendeinen größeren Fehler habe und so weiter und dann eigentlich eine Videoserie drüber mache. Aber ja, in einem Channel Update Video kann ich das machen. Und hier den Effektor, den habe ich jetzt auch nochmal neu gedruckt, den werde ich jetzt nochmal einbauen. Der ist jetzt ein bisschen kleiner. Ja, das war es jetzt eigentlich so groß von dem Channel Update Video. Wie gesagt, die Lampe habe ich jetzt gezeigt. Ich bin in der Chip drin, war, im nächsten Monat war, heißt es war. Und ich bin gerade zum Aufbau eines neuen Druckers. Ein Aufbauvideo von dem werde ich glaube ich nicht machen. Also wie man einen aufbaut und einstellt, werde ich vielleicht nochmal ein Video machen. Und ja, hier sieht man nochmal genau das E3D Physics Hotend. Ja, aber da werde ich auch mal genauer eingehen in meinem nächsten Video vom 3D-Drucker. Da muss ich aber irgendwie sagen, es kommt mir vor, dass ich halt schon jetzt ziemlich viel in Richtung 3D-Drucker mache. Deswegen muss ich jetzt auch mal bei Hans weitermachen und ja, einfach nicht nur einen nur 3D-Drucker-Channel haben. Ja gut, wie gesagt, das war's jetzt auf jeden Fall mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.